Willkommen zurück zu Fallout 3. Wir haben die Bibliothek erreicht, die wir erreichen sollten. Und sind hier auch auf Gelehrte der Bruderschaft gestoßen, denen wir jetzt auch noch helfen sollen, indem wir Bücher finden. Das kann ja was werden. So, wir können im Terminal jetzt einchecken, weil wir auch ein Passwort bekommen haben, etc. Öffentliche Bibliothek von Arlington, Virginia Least. Empfangsschalterstation. Willkommen, Bibliothekar Meyer. Ja, neue Mitgliedschaft. Fehler Papierstau im Kartendruck. Ja, blöd. Kartenkatalog öffnen. Information an lokales Gerät übertragen. Erfüllt. Auf das Kartenverzeichnis der öffentlichen Bibliothek von Arlington zugreifen. Bibliotheksarchiv öffnen. Verbindung zum Zentralcomputer unterbrochen. Bücher abgeben. Warnung, 201 Jahre überfällig. Okay. Das haben wir, glaube ich, das Mindeste erfüllt für unsere Quest, ne? Genau. Wir wollen aber noch das gesamte Bibliotheksarchiv beschaffen. Dafür müssen wir wahrscheinlich auf den Zentralcomputer noch zugreifen können. Gehe ich mal von aus. So. Und wir sollen ja für die Bruderschaft Bücher beschaffen. Alles, was wir irgendwie an brauchbaren Büchern noch finden können. Steck. Das ist hier jetzt nicht so viel. Wo ein leerer Schreibtisch ist, hier ist das nicht toll. Ui. Hat eigentlich der Paladin da vorne noch irgendwas zu erzählen? Oder Ritter? Was geht? Entschuldigung. Hey, aufpassen, klar? Klar. Hier gibt's für Außenstehende nichts zu sehen. Ich bin kein Außenstehender, ich stehe mittendrin. Gehen wir mal unten lang vielleicht. Wurde jemand eingesperrt, bedauerlich. Okay. Eine Schachtel Zigaretten, ja. Freut sich irgendwer bestimmt drüber. Blut. Warum ist hier Blut? Wo ist hier Paul? Och. Das ist mich gerade ein bisschen erschrocken. Kommt halt! Das Feuer wird eröffnet! Und noch einer! Feind im Anmarsch! Scheiß Raider! Da sind ja auch noch welche! Ich gehe da ran. Um mich irgendwie beweisen. Vielleicht nehmen die mich dann irgendwann auf. Aber eigentlich habe ich nur im Kopf, wie ich das machen muss, damit ich bei denen aufgenommen werde, aber trotzdem. Eine Kampflinte. Ui, das sehe ich ja gerne. Ihr braucht einen Arzt? Nicht so, ne? Da geht er wieder nicht, okay. Ach so, ja, so geht auch nicht, okay. Alles daneben geschossen. Weil Kugeln keine Kurven fliegen. Merke, wir dürfen uns auch nicht zu viel hier rausnehmen. Weil wir haben da so ein Problem mit vorhandenen Stimpaks. Da haben wir nicht so viele von. Ja, ein bisschen blöd. Es gab da so ein Super Mutie, der nicht angenehm war. Aber hey. Was soll's. Kriegen wir schon irgendwie hin. Dem haben wir auch dieses dreistrahlige Lasergewehr. Dann weg. Okay. Ein versenktes Buch. Die will ja unversehrte Bücher, ne? Unversehrte Bücher ist jetzt natürlich halt so eine Sache.
Ich bin immer nicht so schnell. Sieht noch fast gut aus. War auch ein kleines versenktes Buch. Okay. Du bist aber ein bisschen angeschlagen, ja? Weitergehen. Eine Schachtel Zigaretten. Nehmen wir einfach mal mit. So, na, das ist ein Aschenbecher. So, dann trinke ich ja mal was. Eine radioaktive Verseuchung hier, ein bisschen mehr als eigentlich üblich. Einmal noch. So. Darauf erstmal ein Retterway. Komisches gelbes Gas. Wieder so ein Vernebelungsgas. Ein Vorkriegsbuch. Oh, komm mal. Da ist doch sowas, was Madame haben will. Hier unten noch Vorkriegsbücher. Irgendeins, das hier vielleicht nicht ganz versenkt ist oder so. Bäh. Das sieht auch gut aus. Super. Nein, das Spiel macht mich nicht kaputt. Nein, mit mir ist alles okay. Tut an Verkrüppelung am rechten Bein. Passiert. Druckkochtopf. Ach scheiße, das ist einfach, was ich brauche. Für dieses Gleichnagelgewehr. Ja, auch noch jemand da? Da geht's ins Archiv. Okay. Ich wollte jetzt hier nochmal gucken, ob es hier noch irgendwo was gibt. Halt leider echt schwer zu erkennen bei den Massen an Büchern. Wir können schon mal froh sein, dass wir eins haben. Ist alles schon gelootet, ne? Ach, guck mal, da ist noch eins. Das meine ich halt mit. Ja, das ist halt leicht zu übersehen. Kinderabteilung. Ja, komm, gehen wir mal rein. Feind entdeckt. Ich helfe euch, gar kein Ding. Ziel im Blick, verzielen! Ziel in sie auseinander! Super! Chinesisches Offizierschwert. Ja, nee, das brauchen wir, glaube ich, nicht. Habt ihr auch jemanden gefunden, oder was?
Gutes Klassenpult. Da kann, glaube ich, auch was drin sein, ne? Ja. Ein Nagelschlag kriegen einfach mal in so einer. Ja, warum auch nicht? Was halt Kinder so manchmal in Klassenpulten drin haben. Es wird gefeuert. Voll drauf, Leute. Ein paar Pfeile. Wir haben noch keinen. Keine Waffe für Pfeile, immer noch nicht, ne? Ich meine, da gab es irgendwie eine Armbrust oder sowas. Das ist ja schön, dass du sie im Blickfeld hast. Helf mal, ne? Meldet es eurem Offizier. Dass ich geholfen habe. Er ist tot, Kollege. Er ist tot. Alles wird gut. Er ist tot. Lügen wie im Kongress. Ich weiß nicht, ob wir das auch abgeben müssen, aber ich glaube nicht. Sicher bin ich mir nicht. Rückerbomben, sehr geil. Ein Vorkriegsbuch hier. Aber natürlich wieder das Problem, ich trage zu viel. Lesen wir das. Wache um 1 erhöht. Dann lesen wir das. So. Weg ist es weg. Leere Aktenschränke sind leer. Oder Schrank nicht. So, dann benutzen wir mal ein bisschen hier so eine Jagdflinte oder so. Dass wir das zusammenbauen können dann. Ihr habt da einen Gegner gefunden. Irgendwo. Ja. Sieht aber auch schön aus, ne? Typisches Schulklo. Das ist ja nur eine Bibliothek. Jede Menge kleine Kinder hier. Ehemals kleine Kinder. In der Leichen. Aber keine Vorkriegsbücher. Ja, auch nicht. Da ist eins. Das da. So. Bin überlastet. Oh shit. Oh, Patron. Nehme ich gerne. So. Was mache ich jetzt? Kampfmesser fallen lassen. Das ist eine gute Idee. Wow. Wusste, ich habe was ausgelöst. Ist nur nicht direkt gesehen. Level Up haben wir auch schon wieder bald. Weißt du, wenn es da halt heißt, meine Augen sind da oben. Ja, nee, ist nicht. Ich glaube, das will man dann auch nicht mehr ansehen, oder? Weil es gibt kranke Menschen, die wollen das dann sehen. Bälle, wir brauchen mehr Bälle. Dein Nuka-Cola-LKW. Teddy. Ein Teddy. Sag nicht, der Teddy wiegt dir zu viel. Na gut, geht.
nix. Die sind so gut repariert, weiß ich, jetzt kann ich sie auch verkaufen. So. Eine persönliche Truhe. So auf jeden Fall nicht. So schon eher. War einfach ein Baseball drin und ein bisschen Kronkorken. Die Bär nehme ich einfach mit, für vielleicht zum Zuhause hinstellen oder so. Falls ich das hinkriege. Weil warum nicht? Man darf auch mal einen Teddybär zu Hause haben. Ich glaube, wir haben jetzt die Räumlichkeiten alle durchsucht, oder? Warum sich denn jetzt die Paladine hier verkochen, die Ritter rechts, rechts hier? Die schon nach Hause gegangen oder was? Meinst du, ne? Ihr habt hier irgendwo noch eine Tür, wo wir ins Archiv kommen. Hier oben vielleicht noch so ein Vorkriegsbuch. Nee. Dann halt nicht. Hier geht's ins Archiv. Baseballs. Irgendwo so ein Baseball-Schuss-Dingens oder was? Jo. Ich reiß dir das. Ach, super! Und die anderen auf einmal her. Level up. Ja dann, wie gesagt, ich würde halt Sprache, Wissenschaft so ein bisschen gehen. Ich weiß, es gibt noch diverse Bücher überall zu finden, mit denen du halt hier nicht alles halt vollständig hier forschen muss. Machen wir erstmal 95. So. So. Und dann Spezial. Das extra Spezial ermöglicht Ihnen eine vierte Fertigkeit als Spezialfertigkeit auszuwählen, wodurch diese Fertigkeit sofort um 15 Punkte erhöht wird. Wie eine vierte. Action Boy. Mit der extra Action Boy erhalten Sie 25 weitere Aktionspunkte, die Sie im Wets-Modus verwenden können. Das klingt gut. Da benutze ich ja noch schon sehr, sehr häufig. Ich nehme das mal. So. Eine Kampfflinte. Ui. Ui! Zack. Beschissenes Klo. Hauptsache das Randalieren, ne? Ja. Wieso muss man immer jedes Klo zerstören? Dinge, die ich nie verstehen werde. Das ist eine Maulwurfsratte. Was ist denn das? Oh shit.
Ich würde sagen, der hat es nicht geschafft. Jo, ne, wie mache ich das jetzt? Ich lasse dich eh vorgehen. Der läuft bestimmt hier noch auf Ptolemin. Die anderen Minen da auch direkt am Rand gelegt sind. War das ein Feind? Kontakt! Das Feuer wird eröffnet! Ich sorge für Deckung! Das Wildland wird vergessen, das ist... Angriff auf die Ziele eingeleitet! Mach den Gegner platt! Oh. Ziele im Blickfeld! Ich guck nur, was das so an Lebenspunkt hat. Ich hab sie im Blickfeld! Okay, da kam tatsächlich noch ein anderer Paladin dazu. In so ein Geschütz. Ja, sollen sie mal machen. Alles klar, Entwarnung. Hallo. Hallo. Okay, also jetzt tragen wir mal wieder zu vier. Weil, wie soll es auch anders sein? Die Sache ist... Wie? Werde ich jetzt so viel los, dass ich trotzdem halt die Rüstung mitnehmen kann, vielleicht? Muss ja nicht wenig loswerden. Es gibt Dinge, die will ich halt beibehalten. Ich bin da echt ein schlimmer Messi, ne? Ich mach doch die Augen auf. Ah, shit. Da hätte man das halt im Vorfeld schon deaktivieren können. So wie zum Thema, ja, wie wär's, die Augen aufzumachen? Aber echt, warum macht ihr denn nicht die Augen auf? Ganz ehrlich. Eine Paladin auch wieder fast down. Wo kam er denn hierher? Einfach so random spawn oder was? Ich will nicht glauben. Aber kam hier irgendwie von oben. Okay. Oh Mammut, ich kann mir das nicht ansehen. Da müssen wir jetzt einfach mal ganz kurz durch, ja? Bis mir was Gutes einfällt. Oder ich Möglichkeiten gefunden habe. Bestimmte Waffen zu vereinen. Wenn ich das verbinde, habe ich auch nur 6 gespart. Mit wären das schon mal 8. Ja, wir kriegen das irgendwie hin. Die Frage ist halt echt nur, wie lange es dauert, wenn das hier so weitergeht. Das ist eine Geschützturmsteuerung, ja? Oh. Manchmal geht das schon schnell. Deaktivieren. Den Tisch kann ich nicht angucken, okay. Na, jetzt habe ich ein ruiniertes Buch dabei. Das wollte ich jetzt ja nicht.
Nur sind die aber mies versteckt. Nur manchmal. Ja, es geht mir selbst auf den Keks. Was soll ich denn machen? Ich bin ein Messi. Ein Ingame-Messi. Mein Zehngewicht wären schon mal das. Fress mich einfach hier. Nur weil ich den Scheiß hier mitnehmen will, weißt du? Und ich kann es halt nicht ganz normal tragen. Juhu! Ach, ich wollte schon sagen, hat er einen Raketenwerfer? Ja, hat er. Das selber. Ist ehrlich. Nimm das einfach selber. Mann hier. Okay. Hoffen wir, dass das hier keiner ist, der sich in die Luft sprengt. Anscheinend nicht. Du hast so das Gefühl, es werden jetzt so weniger weniger Wörter, die ich benutzen kann. Kronkorken, Vorkriegsgeld. So, die Kamera ist mir erstmal egal. Was mir nicht egal ist, sind hier die Medikamente. Oder Drogen. Und dann mal schauen. Habe ich einen Raketenwerfer? Damit ich das hier zusammenpacken kann? Befürchte nämlich nicht. Nö. Und halt dann nochmal 20 Kilo, ne? Öffentliches Terminal der Bibliothek von Arlington. Leseprogramm. Bibliotheksleiter Manson. Alles klar. Als Ergebnis einer großzügigen Spende der Arlington Dental Foundation wird es im Bildungsprogramm Arlington Least spannende neue Änderungen geben. Ab sofort gibt es folgende Änderungen von Lektüre, Bildung und Entwicklungssystem. Zum folgenden ganzheitlichen und hygienischeren Programm Lektüre, Bildung und Zahnersatz. Also halten Sie Ihr Gehirn fit und Ihr Zähne sauber. Arlington Least. Kartenkatalog. Informationen an ein lokales Gerät übertragen. Bibliotheksarchiv übertragen. Optionales Ding erfüllt. Sehr, sehr gut. Wie war das? Konnte ich jetzt mit vollem Inventar auch schnell reißen? Oder nicht? Oder doch? Oder vielleicht? Ich glaube nämlich nicht, ne? Hm.
Springen kann ich auf jeden Fall nicht. Bitte warten. Ich laufe schon so schnell ich kann. Schneller ist halt nicht. Boah. Und sonst so, was macht ihr so, wenn ihr zu viel tragt? Ich nehme mein Auto. Und wenn ihr kein Auto habt? Dann lass es bleiben. Ruf meine Eltern an oder irgendwer, der mir helfen kann. Und Mammut, was machst du so, wenn du zu viel trägst? Zu viel tragen. Auch im echten Leben. Ist so. Das, was ihr hier seht, das passiert durchaus auch mal bei mir im echten Leben. Manchmal trage ich zu viel. Klingt klingonisch, ist aber so. Aha! Keine Ahnung. Oder Zuckerbombe? Ah ne, zerbeulte Dingens, okay. Ich hab nur irgendwann mal Z gesehen. Bei irgendwas mit Z denke ich gleich an. Zuckerbombe? Oh, doch, Vorkriegsgeld nehme ich mit. Stimmt, die jemand umtauschen gegen Kronkorken? Jemand, dem es noch was wert ist. Deswegen nehme ich das immer mit. Ich bin fast durch. In Abteilung wieder. Ah, okay. Oh. Ein Safe haben wir nicht, ne? Oh. Der Seite, dann den richtigen Punkt. Okay. Energiezelle, Kronkorken. Eine Laserpistole kann ich mit dem anderen Ding auf jeden Fall verbinden. Hier. Zack. Repariert ist repariert. So. Geht da hinten einmal rum, damit ich dann wieder ins Foyer komme. Dann können wir eigentlich nach Megaton. Und die Quest abgeben. Falls wir so jetzt einfach Schnellreisen machen können, was ich hoffe. Ansonsten haben wir vielleicht ein Problem. Hoffe ich, dass ich hier mein Zeug irgendwo unterlagern kann und es dann später abholen kann. Sicher gehen, dass ich auch wirklich jetzt hier alles habe, aber ich müsste eigentlich, ne? Aufgaben. Jo, Option als Ziel erreicht. Da noch was drin. Wieso ist da noch eine Nuka-Cola drin? Ich glaube, es hackt. Ich schaff's. Lieber, weißt du, ich bunkere halt dann was im Foyer oder so irgendwo. Als irgendwo, wo ich nicht weiß, wo ich es jetzt genau gebunkert habe. Whiskyflasche. Ich hätte gerne noch ein paar mehr Vorkriegsbücher für die Madame vorne gefunden. Aber was willst du machen? Richtung.
gebaut. Verwirrt. Da ist noch ein Gegner irgendwo. Hier ist ja ganz verkehrt. Da lang muss ich, ne? Ja, das sieht gut aus. Da lang. Wusste doch, hier war doch irgendwo im unteren Bereich eine Tür, durch die ich hierher gekommen bin ursprünglich. Ich habe sie nicht mehr gesehen. Sie war raus aus meinem Wahrnehmungsspektrum. Und dann sah das vielleicht von einer Seite eher aus wie so eine Abstellkammer oder so. Und dann kam das eine zum anderen. Oh Leo, da war ich ja schon. Hier war ich noch nicht. Da gibt es ja hier noch so ein... Genau. Sag ich ja nicht nein. So ein Klo hat ja immer so einen schönen Erste-Hilfe-Kasten für den Fall eines Falles. Und das die da im Toilette bestimmt auch, oder? Jo. Schmutziges Wasser. Lecker, frisch aus der Toilette abgezapft. Richtig schmutzig. Schmutzig Deluxe. So. Aufhören. Was aufhören? Habt ihr euch Witze erzählt und müsst euch totlachen? In der Rüstung? Willkommen zurück. War Ihre Suche nach Büchern mit Erfolg gekrönt? Ja, ich hab ein paar. Ausgezeichnet. Wie viele wollen Sie mir zum Tauschhandel anbieten? Alle, die ich habe. Gut, hier ist die Belohnung. 400? Aber bitte mit Bedacht einsetzen. Weitere Bücher sind natürlich immer willkommen. Okay. Der Stahl sei mit Ihnen. Alles klar. Also 100 pro Vorkriegsbuch. Hätte ich mal in der Vorfeld auch schon ein paar Bücher gesammelt, ne? Da hätte ich ein paar gesammelt. Gut. Bitte sag mir, ich kann einfach eine Reise machen nach Megaton. Nein, okay. Kann ich hier mal was ablegen? Ich leg das jetzt einfach mal hier so mittendrin ab. Das stört ja dann keinen, oder? Oder? So was hier. Das Ding, das Ding. Das drückt sich schon gewehr. So. Einfach hier abgelegt. Darf ich das wiederfinden? Der sieht, da wieder das Sturmgewehr. Der Helm fehlt mir. Ach, der liegt jetzt da. Okay. Komm mal wieder. Nicht wegnehmen. Auf nach Megaton. Hallo. Hallo, ich gehe ins Bett. So. Dann wieder zurück an meinem Spind. Das Ding wollen wir verkaufen. Das kann ich mit dem anderen verbinden, theoretisch. Das hätte ich eigentlich schon machen können, ne? Weil hätte ja auch nicht so viel gegeben, vielleicht. Was ist das? Das zum anderen reparieren. Das passt. Und dann kann ich jetzt die Waffe auch erstmal ablegen. So. Minigun kann rein. Beziehungsweise mal alle drei her, die Raketen
Werfer habe ich gerade abgelegt. So. Ablegen, ablegen. Lasergewehr kann erstmal abgelegt werden. Eine Jagdflinte kann abgelegt werden. Das Ding kann erstmal rein. Das Ding können wir verkaufen. Das können wir verkaufen. Das können wir verkaufen. Und Sturmgewehre können wir auch alle verkaufen. Okay. Sie sind auf. Ein paar Stunden später. Offensichtlich verwundet. Dürfte ich Ihnen einen alsbaldigen Abend. Guten Morgen. Du darfst mir einen Witz verraten. Was darf es denn sein? Ein Witz. Zwei Kannibalen essen einen Clown. Ah, schmeckt komisch. Der eine nimmt. Ja, ja, ja. Geht mal, ne? Ciao. In dem Spiel so lang so viel mit Kronkorkproblemen haben zu tun haben, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, bin ich ganz ehrlich. Also ich habe im Kopf, dass man viel schneller relativ viele Kronkorken hat. Aber ich glaube, ich bin auch zu nett und habe ein zu gutes Karma dafür, oder? Ich kann auch irgendwo einsehen, wie weit mein Karma ist. Irgendwo. Einfach sehr gut. Okay, ja gut. Also ich bin hier schon der wandelnde Jesus. Na gut. Was willst du machen? Es ist, wie es ist. Aber vielleicht gehen wir dann demnächst mal ein bisschen mehr so. Ja, wenn ich dir helfen soll, dann brauche ich aber auch Geld. Hallo. Dort? Gibt es dort Bücher? Kann ich mir welche ausleihen? Ja, wird schwierig. Oh, 100% ist Lüge. Die Bibliothek steht noch und ich habe die Archive gleich hier. Tatsächlich? Eine ganze Bibliothek voller Daten? Dort an Ort und Stelle? Das sind großartige Neuigkeiten. Und was genau haben Sie gefunden? Erzählen Sie es mir. Das ist ein komplettes Bibliothekarchiv. Wie kostbar es ist, wissen Sie, oder? Der Bibliothekar hat Dienst. Hab nichts mit, weil ich die Karte vergessen habe. Nee, hier. Ich vermute, dass Sie und ich die einzigen Menschen sind, die den Wert der Archive wirklich zu schätzen wissen. Nee, nicht ganz. Ach du meine Güte, wenn ich hiermit fertig bin, muss ich alle Informationen kopieren. Das könnte eine Weile dauern. Ach ja, hier haben Sie noch mein Buch und ein paar Kronkorken für Ihre Forschungsarbeit. Als Bezahlung für die überfälligen Bücher der ganzen Welt. 450 Kronkorken. Hey, so langsam läuft's, ne? Irgendwie im Kongress hinzugefügt. Letztes Thema ist alte Technologie, ne? Ja, nicht wahr? Ich habe meistens nur mit verschrotteten Teilen zu tun, aber ein Händler gab mir dieses elektronische Teil direkt aus dem Robco-Werk. Wenn es einen Weg gibt, um die Roboter dort zu reaktivieren und zu steuern, wäre das ein gutes Beispiel für das Nutzbarmachen veralteter Technologien. Einfach rein und das Ding mit den Zentralrechner verbinden kann ich machen. Es sollte möglich sein, das Gerät in der Robco-Produktionsanlage an den Zentralrechner anzuschließen, um Zugriff auf Roboter und Terminals zu haben. Gut, hier. Und halten Sie die Augen offen nach anderen Beispielen dafür, wie Sie alte Technologien da draußen für sich nutzen können. Okay. Reden wir über diese Roboter? Fummeln Sie in letzter Zeit an interessanten Geräten herum? Ich war noch nicht. Warum gehen Sie nicht einfach hin und lernen neue Leute kennen? Oder stellen Sie freundschaftliche Verbindungen her, wenn Ihnen das besser gefällt? Hey,
Das Letzte, was wir quasi für sie tun müssen, glaube ich. Was hast du im Angebot? Ich möchte nämlich ein bisschen was loswerden. Dann nehme ich so ein paar überflüssige Waffen und Minen. So, und dann kannst du hier auch noch die Pistole haben. Und die chinesische dazu. Dann brauche ich nur von dir viele, viele bunte Stimpacks. Munition wäre nicht verkehrt. Schrotpatronen zum Beispiel. Wäre ein guter Anfang. Ja. Machen wir so. Gute Jagd! So, jetzt. Ich habe so wenig Gewicht dabei, dass ich die Sachen wiederholen kann. Das ist schön. Das heißt, das Rocco-Werk ist irgendwo da hinten, okay. Ja, aber zur Bibliothek von Arlington. Darf ich ja mitnehmen, ne? Es ist ja kein Clown. So. Und das gebe ich jetzt einfach nur zu Hause ab. Das will ich jetzt nicht erstmal weiter verkaufen, das will ich einfach nur zu Hause abgeben. Dann kann man da immer noch gucken, ne? Was man dann später zusammenfriemelt und dann im bestmöglichen Zustand wieder verkauft und so. Vielleicht kann ich bis dahin auch vielleicht ein bisschen feilschen lernen oder so. Müssen wir mal sehen. Das wäre auch cool. Einfach noch mal ein paar Stimpacks zusammenkriegen könnten. Laserpistole kann erstmal mit rein. Das Ding kann erstmal mit rein. Sachen, die ich so wenig benutze, einfach hier mit rein. Weißt du? Damit ich nicht immer mit allem Möglichen hier rumlaufe. Hier, so das rein, das rein. Ah, wobei, das Jet, das kann auch gleich wieder raus. Kann ja dann gleich handeln, wenn ich... Bei Stealth Boys, die kann ich jetzt auch verkaufen. Ne? Ich habe ja gesagt, die würde ich gerne verkaufen. Bomben können erstmal rein. Okay. Sprache um 1, gut. So, damit ist meine Sprache auf 50, ne? +89, okay. Gut. Ja, und dann gehen wir einmal zum Doc. Und dann schauen wir weiter. Hier. Ja, danke schön. Eine Red X. Ja, nehme ich. Danke. Ich. So, wo ist der Doktor? Hey, Doktor. Meine Güte. Sie sehen nicht krank aus. Ja, ja. Nee. 16 Stimpacks. Würde ich gerne alle haben wollen. Von mir kriegst du lecker aufbereitetes Wasser. Nom, nom, nom. Ein Jet. Buff Out kannst du alle haben. Mad Eggs kannst du haben. Mentats kannst du haben. Die Cola will ich noch ablegen. Schmutziges Wasser. Nom, 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 nom. Die Dinger kannst du haben. Kriege ich jetzt auch langsam von ihm Geld. Den habe ich jetzt aber nicht, was ich unbedingt loswerden will an ihn. Okay. Sind Sie fertig? Ja. Gut.
Ich bin der Arzt. Ja, ich wollte einfach nur beenden. Versuch. Danke. Ja, ciao. So, einmal nochmal nach Hause oben und die Kohle ablegen. Die Worte des Propheten des Atoms vernehmen. Und dann können wir uns zu Wapco aufmachen. Endlich mal was anderes als die Stadt von DC. Wir haben jetzt auch einiges dort gemacht. Einiges. Vielleicht können wir nochmal in die Stadt der Ghule und auch nochmal bei dem Arzt dort Sachen kaufen. Weil der hat ja auch noch ordentlich Stimpacks. Überlegen, wo das war. War das Washington Monument? Nee. Geschichtsmuseum. Geschichtsmuseum könnte es, glaube ich, gewesen sein, ne? Ja, das sieht ziemlich gut aus. Haben wir auch nie in die eine Ecke da noch geguckt, was da noch ist. Müssen wir auch nochmal machen. Ey, Mammut, was geht? Hey. Eingang hat auch hier ein bisschen was von Skeletor, sein Schloss, ne? Ein ganz kleines bisschen erinnert das mich daran. Was geht? Atom wird abgeschätzt. Hallo. Hallo. Was ist denn los? Ja, ich suche den Arzt, Mr. Chop Chop. Oh. Ich kann ich helfen? Ich ja jetzt erst. Was darf's denn sein? Stimpack zum Mitnehmen. Da kann ich Ihnen sicher helfen. Das hoffe ich doch. Auch 17 Stück. Nehme ich. Meinetwegen für 612. So. Mit so jemandem macht man gerne Geschäft. Das habe ich befürchtet. Ciao. Hauptsache ist, wir haben das Geld. Ja doch, wir haben das Geld und wir haben die Stimpacks quasi. Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. So. Dann. Oh. Was stellst du dich denn da hin? Was ist los? Das ist ein komischer Ort. Ja. Tschüss. Wo sie sich hinstellt. Total unauffällig. Ich hab bestimmt Schiss vor den Ghulen. Kein Wunder, dass sie keiner einmachen will. Wir sollen dahin. Also der nächstmögliche Punkt wäre tatsächlich Megaton von hier aus. Na dann, auf nach Megaton und dann gucken wir mal, was wir alles auf dieser Reise nach dieser Wapco-Fabrik leben werden. Das wird bestimmt super. Das wird bestimmt toll. Aber wie und was genau, finden wir halt auch erst heraus in einer der nächsten Folgen von Fallout 3. Bis dahin, viel Spaß noch, vielen Dank fürs Zuschauen und bis denne. Der freundlichsten Stadt.